Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Carmichael Simulator 2021. Ja, wieder mal ein Kampagnenauftrag. Das war Kampagnenauftrag Nummer 15, der Delray High Road. Guten Morgen. Kann sich jemand mein Auto ansehen? Ich bin kein Autofan, mein Auto soll mich nur von A nach B oder zum Angeln bringen. Okay, ich liebe Angelausflüge. Und das ist einer der Gründe, der mich hierher bringt. Vor allem bitte ich dich inständig, etwas mit dem Autositz und der Rückbank zu machen. Vor kurzem ist mir ein Behälter mit Fischen im Kofferraum umgekippt. Der Fischgeruch stört mich weniger, aber das Ausmaß des Wasserschadens macht mich verrückt. Wenn du gerade dabei bist, werfe bitte auch einen Blick unter die Haube. Ich kenne mich mit der Mechanik nicht aus, aber als ich kürzlich auf einer Landstraße zum See fuhr, ist irgendetwas abgefallen. Oh. Seitdem schwimmt und schwankt das Auto seltsam. Und kannst du auch etwas im hinteren Bereich machen? Immer wenn ich den Kofferraum vollpacke, drücken die Räder gegen die Radkästen. Haben die Reifen vielleicht zu wenig Druck? Mach bitte alles, was du kannst. Ich nehme bald an einem Wettbewerb teil. Na, aber, Günni. Quietsch. Ich hoffe, beim vorherigen habe ich das auch gemacht. Auf jeden Fall die Federn. Vorne und hinten. Hier geht. Nö. Oh. Ein Ami mit OBD? Krank. Okay. Oh. 42%. Ist das jetzt so ein Standard? Achso, wie hat er runter? 273, ein bisschen mehr wie meiner. Okay. Ja gut, Klassiker, Klassiker. Okay, gehen wir mal weiter. Compression Stroke. So, wieder ein bisschen anleiern das Auto. So, hier ist auch nichts. Hm, huch, das war falsch. Dann gehen wir mal weiter zum elektrischen Geräten. Da wird wahrscheinlich dann auch, na gut, die Sicherung. 42. 43. Ah ne, 42 ist er. Nö, auch nix. Alles klar, dann ist das wirklich wahrscheinlich nur. Ah, nicht das. Das hier. Das war's. Dann ist nur die Federung, da würde ich sagen. Ich guck mal kurz wegen Gummidingsies. Ah, jetzt kommen die ganzen Umlenkrollen. Das wollte ich nämlich. Kommt natürlich zum Schluss. 1, 0. Auch nicht. Aufhängung, da haben wir es aber. Da. Querlenker. Huch, nicht Kühlmittel da. Also die Federbein, das Federdings da. McPherson oder wie das heißt. Achso, der wird gar nicht. Achso, der wird gar nicht. Da unten die Aufhängung. Ah, hier ist die Aufhängung. Oh. Okay, brauche ich gar nicht weiter gucken. Die Aufhängung hinten ist schon mal komplett Schrott. Okay. Okay.
Luftfilter. Stimmt, der Luftfilter da drin, oder? Ah, okay, Luftfilter ist auch kaputt. Achso, die Klammern. Scheiß drauf. Okay, der ist gut. Komm mal rein mit dir. Erste Hebebühne. Hinten muss alles auseinandergenommen werden. Vorne geht's. Gut. Ich gehe mal aus der Doppelquerlein-Kammer muss auch mal. Steht nicht. Okay. Ja. Der muss schon mal neu. Ich gehe mal aus, die ganzen Gummidinger auch. Nö. Cool. Oh, 21. Beide. Alles klar. So, T, Tab. Okay, sind die gleichen. Klack, 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 klack. Oh, ein Gummiding muss neu, wa? Gummilagerbuchse, Gummilagerbuchse. Ups, da. Okay. Hä? Ich hatte... Naja, egal. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ja 100% dann. Aber gut. Scheinbar nicht. Wundert mich gerade, aber... mir egal. Doppelquerlänger. So. Ja, okay, gut. Müssen neu. Ach, Fehler auch. Ja. Fehler hier. Feder VA zweimal. Feder VA zweimal. Doppelquer. Stoßdämpfer. Weg. Weg. Der kann auch weg. Ja, was das kann. Der muss auch weg. Brauche ich auch neu. So. Okay, perfekt. Dann haben wir schon mal einiges hier neu. Luftfilter, Befestigungsplatte, das ist hinten. Hinten, hinten, hinten. Okay. So, Öl. Der Klassiker, ne? Genau. Mach ich mal meinen. Ja.
Scheiße, das habe ich Ölwanne mit reingepackt. Okay. Gehen wir mal nach hinten. Fangen wir hinten an mit Auseinanderbauen. Super. Ach, muss ja sowieso alles. Perfekt. Okay. Sehe ich jetzt schon, muss auch. So. Ah, du musst auch ab. Genau. Was schon mal Reifen mit schmalen was? Steht das jetzt da oben nochmal? Nö. Mit schmalen Weißband. Ach so. Habe ich nicht gesehen. Hey. Okay. Ach, das ist weggeflogen. Das hat er vorne gesehen, ja? Alles klar, weiß ich Bescheid. Oh, hier kann ich so viele kaufen, wie ich will. Was passiert bei 99? Kann ich nicht reintippen. Ich möchte nur wissen, ob es 100 gibt. Oh, 50. Oh! Gut, egal. Scheiße. Wollte ich eigentlich. Nee, egal. Egal, passiert. Ist das natürlich echt doof. Ah. Egal, reicht jetzt erstmal für eine lange Zeit. Das ist eigentlich trotzdem richtig? Nee, ist es nicht. Weil hier muss 100% Längsdrehrohr rein. Das muss ich ja gucken hier, ne? Anschlagpuffer, beide Seiten. Hier, das hier. Okay. Tatsächlich beide Seiten? Unglaublich. Super. Ups. Steckachse und sowas auch. Auch beide Seiten. Okay. Oh, nee, habe ich schon. Na. So.
Oh, Fehler. Okay. Ich überlege gerade, wie... Ah, Befestigungsbügel, ne, glaube ich. Ja, habe ich jetzt so... Oh, Moment. Bremsen. Ne, bremsen nicht. Gib mir mein Geld zurück. Bremsbeläge waren auch neu, sollen auch neu, so rum. Weg, weg. Zwei weiß ich jetzt gerade nur. Ich glaube, das war's auch. Nee, noch nicht, noch nicht. So. So. Sind die schlau hier im Spiel? Inventar. Sind sie nicht. Anstatt die ganzen 100 Teile in einen zu packen. Schade. Teile verkaufen bis ja 30. Jetzt habe ich einen Reifen verkauft. Anscheinend. Scheibenkleister. Ach, naja. Nein. Komplett vergessen. Ich muss jetzt einmal gleich gucken, wie das hier aussieht. Habe ich noch nicht, ne. So nämlich. Pling. Ploing. Okay, gut, hab ich. Okay, cool. Der Rest kann alles ran. Ah, cool, habe ich doch nicht verkauft. Eine Sache nicht gefunden, kann nicht hinten sein, unter gar keinen Umständen sogar. Den haben wir komplett fertig. So. Wieder Fensterchen auf. Oh Mist, Ölfilter war ja auch von unten. Mist. Classical. So. Da rein mit dir. Rauf mit dir. Dran mit euch. Hier fehlt mir jetzt noch eine Sache, tatsächlich. Scheiße. Wo ist der Anlasser? Wo ist der Anlasser? Da. Der ist auch zu heile. Oh, okay, okay, hab's gefunden. Super. Kraftstoff. Stofffilter. Cool. Turn up the base. Ich hatte wieder ein weißes Video, also was irgendwie, weiß nicht,
von Nvidia weiß aufgenommen worden, also richtig hell. Das rendert jetzt schon seit 7 Stunden. 6 Stunden 57. Oh, ist echt unglaublich. Ich verstehe das auch nicht, warum das so extrem ist. Und nervig. Unglaublich nervig. Schlimmste ist, wenn es abbricht. Oder halt fehlschlägt. Filmzeit eine Stunde, die es gerendert hat. Das Video geht 2 Stunden 30. Boah, ist das ätzend. Also ist das. So, mein Nudes da. Nee. Nein, auch nicht. Da ist es. Auswählen. Perfekt, ne? Genau. Zurück. Zurück. Perfekt. So, meine kleine Kai. Du bist completely done. Oh. Mist. Das ist jetzt nicht so gut. Ich habe schon eine Ahnung. Ah, ja. Ich weiß sogar wo. Okay. Alles gut. Vorne. Rechts hier vorne. Oder so. Hätte schief gehen können. Okay. Ich möchte die Kiste öffnen. Jetzt nehmen wir mal andere. Wir nehmen mal. Ach, wow. Das wäre hier hinter gewesen. Scheiße. Okay. Der Rest sieht gut aus. Dann mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt da noch oben, schreibt den Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss.